Artwald TV wird Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg. Ja, hallo zusammen zu unserer Pressekonferenz vor dem 23. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga, unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Wir werden im Rhein-Energie-Stadion in Köln am Samstag ab 13 Uhr spielen, vorher schon ein bisschen zu Gast sein. Ich darf zu unserer Pressekonferenz hier ganz herzlich unseren Trainer Uwe Kuschinat begrüßen. Und vielleicht vorab auch die Info, wir werden zwischen 400 und 500 Auswärtsfans mit nach Köln bringen. Das ist für den SV Sandhausen viel, da freuen wir uns drauf, vielleicht sogar noch den einen oder anderen mehr. Aber wir freuen uns natürlich auf eine stimmungsvolle Partie. Uwe, bevor wir zu Köln kommen, kurzer Rückblick zum Spiel gegen den SV Darmstadt 98, der Partie hier. Letzte Woche das 1:1. Welche positiven Aspekte hast du mitgenommen aus der Partie und was konntest du auch in der Trainingswoche mitnehmen? Ich erkenne schon, dass wir vor allen Dingen in den Heimspielen ein hohes Maß an Stabilität erlangt haben, dass mittlerweile auch natürlich durch Personalentscheidungen, beispielsweise die Rückkehr von Tim Knipping, aber auch die derzeit sehr, sehr starken Leistungen von Marcel Schuhn, der als Typ ja auch unheimlich auf seine Vorderleute wirkt, dass diese Entscheidungen dazu beigetragen haben, dass wir auch mit einer sehr, sehr hohen Emotionalität schwierige Phasen im Spiel überstehen und uns gegen Dinge auflehnen. Deswegen, glaube ich, ist die Basis in Heimspielen prinzipiell erstmal gelegt, aus einer stabilen Position heraus in jedem Heimspiel auch tatsächlich auf 3 Punkte spielen zu können. Nichtsdestotrotz müssen wir uns zum Vorwurf machen, dass wir auf der einen Seite aus einer doch in Summe überlegenen ersten Halbzeit eben nicht mehr gemacht haben als eine 1-0-Führung, dass wir mit Sicherheit neben dieser sehr, sehr unglücklichen Entscheidung leider zum Entstehen dieser Situation auch einiges beigetragen haben und dass wir uns dann vielleicht etwas zu lange mit dieser Situation auch beschäftigt haben, mit der zu sehr schwanger gegangen sind. Trotzdem entdecke ich natürlich, dass die Mannschaft sehr, sehr gefestigte Abläufe hat, dass wir defensiv eine gute Stabilität auf den Platz bringen und dass wir auch absolut aus unterschiedlichen Situationen heraus torgefährlich werden. Da ist mit Sicherheit auch sehr, sehr beruhigend, dass die Veränderung des Standardschützen, die Rückkehr beispielsweise eines Tim Knipping, aber auch dass die hohe Zahl an Trainingseinheiten im Bereich eigener Standardsituationen dann jetzt in 2 Heimspielen noch dazu geführt hat, dass wir aus diesen Situationen Kapital schlagen konnten und jeweils in Führung gegangen sind. Deswegen bei all der Trauer, die mit Sicherheit dieses 1:1 gegen Darmstadt mit sich bringt, gibt es auch positive Faktoren. Und nochmal, so die wichtigste Vokabel ist für mich eben die Stabilität der Mannschaft, die mir derzeit absolut Hoffnung macht für den Rest der Runde. Du hast eben die eine oder andere Personalie schon angesprochen. Weiterhin fehlen Len und Nate Starkfuß und Alex Rosipal, die im Aufbautraining sind. Erik Zenger ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie sieht sonst personell aus? Ja, Erik trainiert vollumfänglich. Da auch nochmal ein ganz, ganz großer Dank. Vor allen Dingen an unsere Partner im orthopädischen Bereich, die nicht zum ersten Mal eine prinzipiell sehr schwierige Situation so lösen, dass der Erik jetzt mit einer, ja man könnte sagen Manschette, mit einem Daumenschutz agiert, die trotz der Tatsache, dass die OP ja noch gar nicht so lange zurückliegt, dass er eben voll einsatzfähig ist und jetzt eben auch schon in der 2. Woche vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren kann. Kein individuelles Training kann das Mannschaftstraining ersetzen, deswegen ist der Erik auch wieder eine absolute Alternative, das ist sehr, sehr positiv. Wir haben eine relativ geringe Zahl an Ausfällen, zu denen hat sich in dieser Woche noch der Max gesellt. Wir haben im persönlichen Gespräch sehr, sehr lange darüber beraten, wie wir seine Restschmerzproblematik mal angehen. Und es hat sich herausgestellt, dass so eine individuelle Spritzenkur jetzt diese Woche noch mal angesetzt werden musste im Rückenbereich. Der Rücken ist verantwortlich dafür, dass eben Probleme in das Bein ausstrahlen. Das haben wir aber so weit im Griff, dass der Max, genauso haben wir es verabredet, ab Montag dann wieder vollumfänglich trainiert, aber die Sache eben jetzt auch mal zu 100% in den Griff kriegt, um dann seine PS auch voll auf die Straße bringen zu können. Ja, dann richten wir den Blick auch gerne Richtung Köln. Das
der FC so ein bisschen in dieses Jahr mit einer kleinen Krise, Ergebniskrise zumindest auch gestartet ist, mit nur einem Sieg aus 4 Spielen. Inwiefern überrascht dich das und inwieweit erhöht es eventuell auch die Chancen, etwas Zählbares aus Köln mitzunehmen? Im Fußball liegen die Dinge wahnsinnig nah beieinander. So sehr, wie wir heute wahrscheinlich mit einem 1-0-Sieg gegen Darmstadt sagen würden, boah, ist das eine positive Konstellation. Wir haben dann einen sehr, 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 sehr guten Job in der ersten Phase gemacht. So sehr würde das wahrscheinlich der 1. FC Köln über sich selbst auch sagen, wenn diese verrückten letzten Minuten in Paderborn nicht geschehen wären. Alles hat auf einen souveränen 2-0-Sieg hingedeutet gegen einen wahnsinnig starken Gegner. Ich meine, da bin ich ja Gott sei Dank niemand, der sich im Nachhinein auf die Schulter klopfen muss. Das sage ich ja quasi, seitdem ich den ersten Tag hier bin, weil Paderborn ja eins meiner ersten Spiele war. Es ist eine Mannschaft, die ein wahnsinniges Tempo gehen kann und das wieder mal gegen den FC in der Endphase auch bewiesen hat. Nichtsdestotrotz wäre das in der Rückwärtsbetrachtung wahrscheinlich ein souveräner Auswärtssieg geworden mit einem Rückkehrer Modest, der sofort trifft, also wahrscheinlich nur positive Schlagzeilen. Man hätte auf einem Aufstiegsplatz gestanden und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Insofern verändern so ein paar Minuten natürlich eine Konstellation komplett. Aber ich glaube, wir sollten das schon richtig einordnen. Der 1. FC Köln verfügt über einen Erstligakader, er verfügt auf vielen Positionen über wahnsinnig viel Qualität. Darüber hinaus hat diese Mannschaft sich zu Hause zwar das ein oder andere Mal jetzt nicht so gut dargestellt, ergebnistechnisch, wie man sich das wünscht, aber auf der anderen Seite natürlich auch spektakuläre Siege gelandet. Die Heimbilanz ist insgesamt absolut vorzeigbar. Deswegen sollten wir das richtig einordnen. Ich glaube, dass der Faktor, dass der SV Sandhausen vielleicht mal so im Vorbeigehen eingenommen wird und die Motivation, die Mentalität, die Konzentration beim FC nicht bei 100% sind, die sind jetzt endgültig durch die Ereignisse in Paderborn wahrscheinlich zu den Akten zu legen. Die haben etwas gut zu machen, die wollen wieder einen Schulterschluss mit den Fans hinbekommen und beweisen, dass sie ein Direktaufsteiger sind. Insofern wird das ein ganz, ganz schwieriges Spiel werden, aber natürlich auch ein wahnsinnig reizvolles. Denn wir haben immer gezeigt, dass wir genau solche Spiele sehr, sehr knapp gestalten können. Es ist für jeden einzelnen Spieler eine absolute Herausforderung, dazu natürlich in der schwierigen sportlichen Konstellation. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, um das Ding total positiv anzugehen. Da darf es kein Zaudern geben, da darf es keine Zweifel geben, sondern da müssen wir wirklich raus auf den Platz, müssen die Brust rausstrecken und müssen dem 1. FC Köln alles abverlangen, was möglich ist. Und dann werden wir sehen, was wir dort gegen eine absolute Top-Mannschaft holen können. Ja, du hast es gerade angesprochen, aber ich denke, nicht nur für die Spieler ist es was Besonderes, sondern da brauchen wir ja nicht dran lang drum rumzureden. Auch für dich wird es ein besonderes Spiel sein am Samstag, schon allein, weil du auch so lange in Köln gelebt hast. Inwiefern freust du dich drauf? Hast du Respekt? Wie gehst du es an? Ganz ehrlich, das, glaube ich, ist echt überinterpretiert. Also natürlich, Tatsache ist, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen in Köln und viele Medienvertreter mich natürlich kennen. Aber die kennen mich ja nicht aus der Aufgabe des 1. FC Köln heraus, sondern aus der Aufgabe des viel, viel kleineren. Und ja, mit Sicherheit ist das eine besondere Konstellation, ein Auswärtsspiel in der Stadt zu coachen, in der man selbst mit der Familie eben viel Zeit verbringt. Aber das spielt für mich am Samstag eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also ich habe keine direkten Verbindungen zum 1. FC Köln, mit Ausnahme derer, die weit über 20 Jahre her sind. Da gibt es keine handelnden Personen mehr im Verein, die ich noch kenne. Ich habe nie beim 1. FC Köln selbst als Trainer gearbeitet. Deswegen ist es eigentlich ein total normales Auswärtsspiel, wenn man dann dazu noch berücksichtigt, dass die Größe des Vereins 1. FC Köln, die wahnsinnige Bestimmung dort für jeden, der dort auswärts antritt, etwas Besonderes sind, ist es für mich persönlich eigentlich gar keine solche Ausnahmesituation. Ich habe ein paar mehr Interviews an fremde Zeitungen gegeben, mit Sicherheit. Aber nochmal, das Spiel als solches, ich glaube, das ist total ursächlich nur in seiner großen Herausforderung etwas Besonderes. Denn wir spielen gegen eine absolute Top-Mannschaft, für uns in einer sportlich sehr anspruchsvollen Konstellation. Und darauf möchte ich es auch komplett reduzieren. Ja, dann gebe ich gerne das Mikro an die Kollegen frei. Bitte schön. Klaus Weber, RNZ. Herr Kuschin hat sich gesagt, gestern Fabian Schleusner hat es erkältet. Wie sieht es da aus bei dem? Kann der vielleicht doch?
Ja, darauf hoffen wir, dass die Genesung so schnell voranschreitet. Das ist ja bei grippalen Geschichten sehr häufig so. So schnell, wie es angeflogen kommt, hat es den Körper dann am Ende auch wieder verlassen. Und wir hoffen natürlich darauf, dass Fabian einsatzfähig ist und werden alles dafür tun. Denn am Ende ist er ein stabiler Faktor, gerade wenn es darum geht, Torgefährlichkeit zu entwickeln. Und natürlich möchte ich ihn gerne dabei haben. Insofern werden wir das bis zum Schluss komplett ausreizen. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Hat sich seit dem Spiel am Freitag da was verändert? Da war bestimmt die Niedergeschlagenheit ganz groß. Ja, wie ist es jetzt momentan? Ja, ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die gerade in der Halbzeitpause so viel Wut in die Kabine geschleppt hat. Insofern sieht man, dass diese Mannschaft wahnsinnig lebt, dass die sich mit allem, was sie hat, eben auch dafür einsetzt, eben das Ziel des SV Sandhausen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Und natürlich tun in unserer sportlichen Situation solche Entscheidungen weh. Trotzdem hätte man um diese Entscheidung herum natürlich genug Zeit gehabt, sie wieder zu korrigieren. Deswegen war die Mannschaft schon auch einfach enttäuscht, diesen Dreier zu Hause nicht gezogen zu haben. Vor allen Dingen, weil in der ersten halben Stunde mir die Spieler auch das gespiegelt haben, was ich von außen selbst beobachtet habe. Die haben sich wahnsinnig sicher und gut auf dem Feld gefühlt, hatten alle das Gefühl, den Gegner eigentlich gut im Griff zu haben, auch wenn es so die ein oder andere Situation um den Strafraum herum gegeben hat, die ein oder andere Standardsituation. Aber alles haben wir sehr souverän verteidigt, haben auch aus meiner Sicht sehr gut strukturierte Angriffe nach vorne getragen. Deswegen war die Mannschaft einfach wütend darauf, dass diese Entscheidung, die im Nachhinein so ja auch nicht wirklich nachvollziehbar ist, dass die eben diesen großen Einfluss auf das Spiel hatte. Und deswegen ist das so eine Mischung aus Enttäuschung und Wut. Aber glauben Sie mir, wenn wir Dinge aufarbeiten, auch über das Video aufarbeiten und Bilder lügen dann raus aus der Emotion nicht, dann stärkt das so eine Truppe eher. Weil wir schon auch merken, dass wir in dieser schwierigen Drucksituation, ähnlich wie gegen Bochum, in der Lage sind, Leistung zu bringen. Und das gibt mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Hoffnung für die restlichen Spiele. Gerd Metti. Herr Kochinath, jetzt punkten ja auch die Mitkonkurrenten, sag ich es mal, um den Klassenerhalt. War das jetzt nochmal eins obendrauf, also zwei Punkte eigentlich verloren und jetzt noch die Ergebnisse der anderen, da hat man vielleicht auch mit dem einen oder anderen gerechnet, an Positiven. War das jetzt nochmal eins obendrauf oder hat es am Ende keine Rolle mehr gespielt? Für mich nicht. Also ich habe ein sehr, sehr klares Bild im Kopf und das gebe ich logischerweise auch weiter. Und ich glaube, da folgt die Mannschaft auch sehr, sehr gut. Also Fakt ist, dass dieses Wunschdenken, dass dieses Schneckenrennen so weitergeht, dass das logischerweise sich nicht in die Realität umsetzen lässt. Das ist nun mal im Kampf um Punkte im Klassenerhalt so. Und deswegen ist das eigentlich auch eine relative Normalität, dass jetzt Mannschaften, die um uns herum gestanden haben, dann auch mal ein Spiel gewinnen und vielleicht auch mal zwei. Ich bitte einfach dabei immer zu berücksichtigen, dass wir dann schon auch ein Hammer-Auftaktprogramm haben mit diesen Auswärtsspielen, dass wir zu Hause unsere Aufgaben ordentlich, nicht absolut gut, aber sehr ordentlich gemacht haben und dass wir dann eben irgendwann mit dem Samstag auch diese drei großen auswärts gespielt haben. Das steht allen anderen noch bevor und deswegen kann ich jedem, der es mit dem SV Sandhausen hält, nur bitten, komplett auf uns sich zu fixieren. Wir brauchen eine gewisse Zahl an Punkten, um in der Klasse zu bleiben, völlig unabhängig davon, was rechts und links um uns herum passiert. Und darauf fixiere ich mich komplett. Und das gebe ich so an die Mannschaft weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass die das sehr, sehr ähnlich einordnen, weil die auch wissen, das wird am Ende nicht funktionieren, wenn ich selbst wir unsere Hausaufgaben machen, ganz klar. Eifriges Schreiben, weitere Fragen? Ja, Andreas Lehn hat auch noch. Darf zuerst, Schwetzinger Zeitung. Ja. Sie haben vorhin Modest erwähnt. Es gibt ja den Simon Terodde, der hat ja allein gefühlt so viele Tore geschossen. Wie der ist das? Jetzt ist noch der Modest da, allein im Sturm, hohe individuelle Klasse dahinter. Mittelfeld, ja, kommt jetzt noch der Kainz dazu und so weiter. Wie wollen Sie dem
dieser individuellen Stärke begegnen? Also den Namen Kainz habe ich jetzt mal vernachlässigt, weil der mit Sicherheit ein bisschen was kann, aber der ist Gott sei Dank gesperrt. Ja, ja. Nichtsdestotrotz zeigt allein die Tatsache, dass man in Köln nicht lange darüber diskutiert, wie man solche Namen ersetzt, wie stark der Kader bestückt ist. Und das habe ich eingangs erwähnt, das ist mit Sicherheit keine Mannschaft, die im eigentlichen Sinne zusammengesetzt wurde, um Zweitligafußball zu spielen. Die haben ein sehr, sehr klar definiertes Ziel und ich glaube, keiner in und um Köln herum macht einen Hehl daraus, dass nur der direkte Wiederaufstieg zählt. Und das ist auch das Selbstverständnis dieser Spieler. Deswegen ist das eine wahnsinnig große Herausforderung. Ich glaube, das funktioniert nur, indem wir das wirklich sehr, sehr aktiv angehen, also in dieses Spiel reingehen und zu hoffen, dass man es irgendwie übersteht. Das ist der völlig falsche Faktor, sich permanent am eigenen Strafraum einzuigeln und irgendwo den Bus vorm eigenen Tor zu parken, wird auch völlig falsch sein. Denn der 1. FC Köln verfügt nicht nur über so viel individuelle Klasse, dass sie mit einer Situation ein Spiel entscheiden können, sondern da kommen beispielsweise solche Faktoren wie Standardsituationen noch hinzu, die gegen den FC wahnsinnig schwer zu verteidigen sind. Insofern wird es das völlig falsche Mittel sein, ausschließlich defensiv zu denken. Wir brauchen auch eine sehr, sehr gute Strategie, wenn wir den Ball selbst haben. Ich glaube, das müssen wir aus dem Hamburg-Spiel und dem Unterschied der ersten und zweiten Halbzeit lernen, dass wir auch dort in der zweiten Halbzeit viel aktiver waren, dass wir uns viel mehr zugetraut haben und dass wir dann eben auch einem großen Gegner im Kollektiv wehtun können. Aber nochmal, dass der 1. FC Köln an einem richtig guten Tag jedem Zweitligisten fußballerisch überlegen ist. Ich glaube, das versteht sich aufgrund der Besetzung von selbst. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass der SV Sandhausen immer mal einen überraschenden Auswärtssieg gelandet hat, mal in Braunschweig oder bei St. Pauli. Was spricht dafür, dass jetzt mal dieser Überraschungssieg ausgerechnet in Köln passiert? Zum einen unsere Stabilität. Ich glaube, es wird irgendwann so sein, dass wir auch wieder Siege einfahren in Spielen, die eigentlich sehr, sehr eng sind. Ich glaube, dass ich seitdem ich hier Trainer bin, aber das ging auch meinem Vorgänger 1:1 so, weil ich mir logischerweise alle Spiele angeschaut habe. Und das soll auch kein Schöngequatsche sein, aber dass wir alle Spiele, die unentschieden ausgegangen sind, eigentlich hätten gewinnen können, weil es immer genug Möglichkeiten gab, weil die Dramaturgie der einzelnen Spiele eigentlich immer eher in Richtung Sandhausen gegangen ist. Ich will nicht so weit gehen, dass wir auch in jedem Spiel oder nahezu jedem Spiel, das verloren wurde, dass wir es vielleicht hätten unentschieden gestalten können, aber von den vielen Unentschieden hätten wir mit Sicherheit eine deutlich höhere Zahl der Spiele auf unsere Seite ziehen müssen. Und wenn du in einer solchen Regelmäßigkeit eigentlich Leistung auf den Platz bringst und am Ende dir aber so dieses Quäntchen fehlt, dann kommt eben auch mal der Zeitpunkt, wo du ein, zwei Spiele nacheinander überraschend gewinnst, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet. Das ist einfach irgendwo so eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Der wichtigste Faktor, das sage ich immer wieder, ist, dass wir uns die Stabilität bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nach klaren Vorgaben arbeiten, dass die Mannschaft auch eine klare Handschrift auf dem Platz zeigt. Das tut sie. Und dann müssen wir irgendwo noch diese paar Prozent auf dem Platz einsammeln, damit Spiele eben in unsere Richtung gehen. Und das wird in Köln eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber vielleicht brauchen wir in unserer Situation gerade diese ganz, ganz große Herausforderung, um allen zu zeigen, dass wir hier zu 100% bereit sind, diesen Bock umzustoßen. Ja, und da sind wir uns klar, da brauchen wir einen Schuh wahrscheinlich mit 1000 Händen, aber die hat er in Hamburg gehabt, die hat er in Bielefeld gehabt, da brauchen wir mit Sicherheit solche emotionalen Situationen, indem wir irgendwo im Fünfer eine Situation klären, so wie das Knipping oder Verlat oder Schleusener jetzt am Freitag in der zweiten Halbzeit zweimal gemacht haben, wo die Spieler sich emotional pushen, wo sie auf einmal an etwas glauben, was einem vielleicht keiner vorher zutraut, dann brauchen wir die Effektivität von Hamburg aus dem Nichts heraus, eben einen Elfer zu ziehen oder ein Tor zu schießen. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann sind wir ein gefährlicher Zweitligist. Gefährlicher Zweitligist, genau, ich wiederhole es nochmal am Ende. Nee. Haben wir noch weitere Fragen, Klaus?
Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann vielen Dank. Und dann freuen wir uns auf den Samstag und unser Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Vielen Dank, bis dann.